Lea und ich sitzen jetzt im Auto, aber es geht nicht zu Jeannie, sondern zu Jenny! Woo, ich freue mich mega. Ja. Wir fahren nämlich jetzt erstmal zu Jenny und begrüßen die ganzen Ponys, quatschen und machen irgendwas. Ja, das ist so cool, dann lerne ich die auch alle mal kennen. Ja. Und ich sehe Jenny auch endlich mal wieder, das ist echt cool. Danach fahren wir dann weiter zum Stall und dann habe ich nämlich Reitstunde. Sehr cool. Vorher reitet Lea dann noch ein bisschen auf Bonita. Und ich muss einmal zeigen, by the way, unser Auto, also unsere, wie nennt man das, Fußmatten, ja, sind einfach mega dreckig. Hier liegt noch meine Jacke. Ja, sorry, Papa. Und ich freue mich einfach schon total, Jenny wiederzusehen und die Ponys. Yay. Und dann fahren wir jetzt erstmal zu ihr. Papa, wie lange brauchen wir? 34 Minuten. 34 Minuten. Hallo. Wir sind jetzt angekommen und packen unsere Sachen hier jetzt einfach schon mal hin, weil wir haben Jenny noch nicht gesehen, aber wir sind jetzt einfach mal reingegangen. Die Pony stehen hier nicht drin, ich denke mal, die sind draußen. Gut so. Und ja, hoffentlich kommt Jenny gleich. Wir haben gerade von meinem Handy eine Sprachnachricht abgehört, dass sie auf dem Reitplatz ist, weil sie Bill noch reiten wollte, bevor es regnet. Es soll nämlich gleich regnen. Mal gucken. Ah, da ist sie. Hallo Jenny. Hi. Oh mein Gott. Ich bin schon gespannt. So, dann machen wir hier mal das Tor auf. Na. Hi. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Hi. Ich komme nicht an dich ran. Sehr cool. Hi Bill, du Hübscher. Lang nicht gesehen. Ja. So, wir gehen jetzt mal zu den Ponys. Hier rein. Hallo, Schatzi. Hallöchen. Ken. Na, Schatz? Hi, Großer. Oh mein Gott, wie süß. Oh mein Gott. Paulinein. Ich habe hier eine leckere Hagebutte für dich. Schau mal. Oh, schmeckt? Ich sehe dich gar nicht. Du hast so viel Mähne, mein Lieber. Ganz viel Stroh in der Mähne. Dich müssen wir gleich erstmal schön putzen. Lisa. Ne? Oh, wie süß. Guck mal, Lea läuft mir einfach hinterher. Wir haben gerade Feldwege gegenseitig. Also Kenny ist im Moment ein bisschen kross drauf, weil wir im Fellwechsel sind. Also Kenny ist im Fellwechsel. Du auch? Ja, ich bin auch im Fellwechsel. Deswegen ist er ziemlich krass drauf, weil ihm die losen Haare nerven und so. Müssen wir mal gucken, ob das mit Reiten klappt. Wir gucken vielleicht mal im Schritt oder so, aber sonst machen wir es auch nicht. So, ich gehe mal rüber. Jenny hat mich gerufen. Ich weiß nicht, wieso. Ich komme einfach mal. Ja. Oh mein Gott, ich darf jetzt auf Bill reiten. Ich freue mich voll. Ich habe noch nie so wirklich mit Bill gemacht, oder? Du bist das faulste Pferd der Welt. Ja, würde ich jetzt wundern. Echt? Ja. Hätte ich dann eigentlich immer ziemlich platt drauf, oder? Mhm. Total. Dann komme ich mal rum. Oh, das ist ja bequem, oh mein Gott. Hey. Ohne die schafft ihr keine 2 Meter. Echt? Auch nicht. Doch, schaffen wir. Zum Anhalten, Mia, ja, streckst du die Beine nach vorne und trittst quasi auf die Bremse und sagst, wow, mach mal. Einmal schnalzen Schritt, zweimal schnalzen Traben, Küsschen Galopp. Oh mein Gott, der reagiert total gut. Halt nochmal an. So, jetzt nimmst du mal die Zügel leicht auf und drückst die Beine mal zu. Beine zudrücken, richtig drücken. Vorne am Gurt lassen und drücken, ja. Ja. Super. Boah, ich wusste gar nicht, was er machen soll. Er weiß es schon. Er weiß es schon. Geh nochmal los.
Das ist ein bisschen was anderes als Ken, ne? Ja, aber cool. Im Notfall, wenn er mal ein bisschen zu nah Richtung Zaun drängelt, nimmst du mal die Gerte vorne an seine Schulter. Genau. Aber nur, wenn er zu doll an den Zaun kommt. Okay. Wenn du zu mir kommst, hältst du mal an. Gerade das gleiche wie auf dem Schritt auch. Beine weg, doch nicht irgendwo. Nee, jetzt hat er auf dich reagiert. Okay. Wenn du da zwischendurch jetzt mal schnallst, dann nimmt der mal richtig Gas rein, ne? Also ja. Jawohl! Sehr schön! Super! Oh, schön! Sind wir da langsam? Jawohl! Ja. Sobald du anfängst, klopfen die Kette. Jawohl! Weiter drücken, 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 drücken und anfangen. Jawohl, gut. Und locker, ne? Bam ihn wieder ein. Genau. Und schön langsam dort. Okay. Lass ihn einmal kurz nachgeben vorne. Bisschen annehmen. Ja. Haben jetzt mal Kenny reingeholt. Yeah, das hat ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und Jenny macht jetzt schon mal das Gröbste hier ab. Boah. Und dann gucken wir mal, wie Kenny drauf ist. Er frisst hier schon genüsslich sein Heu. Schmeckt's? Ich glaube ein bisschen. Ich glaube schon. Ich glaube, das heißt ja. Auf geht's. Jenny jetzt mal ihr Ostergeschenk übergeben. Jenny? Ja? Komm mal kurz raus. Was denn? Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Und zwar eine Osterkarte. Oh, wie süß ist das denn? Oh nein, ist das deine neue Autogrammkarte? Ja. Oh, wie süß. Kein Problem. Ist aber süß. Komm mit. Voll cool. Die ist aber schön. Ja, die mag ich auch sehr gerne. Auf der Equitana hattest du aber eine andere, ne? Ja, da hatte ich eine, wo ich geritten bin, aber das ist so eine zweite sozusagen. Die ist ja süß. Ich glaube, ich muss mir mal hier irgendwie so eine Wand machen. Ja, so eine Pinnwand irgendwie. Ja. Das wäre cool, ja.
klar. Gemacht. Dankeschön, aber cool. Kenny ist da einfach so rübergesprungen, der hat alles super gemacht und ich bin richtig froh und stolz auf ihn und boah, das war einfach so toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute noch 2 Pferde von dir reite und dann noch springe und dann auch ohne Sattel, also mit Pad und ja, dankeschön. Bitte. Das ist so cool. Lea ist jetzt auf Kenny und reitet jetzt noch trocken. Voll süß. Und Kenny lässt sich so gut mit Halsring reiten. Also man muss einfach irgendwo hingucken und dann geht er da auch hin. Und das ist so cool. Das macht mega Spaß mit ihm. Die Ponys kommen jetzt auf die Wiese und das war so, so geil einfach. Ja, das war so, so schön. Vor allem eben haben wir auch noch was mit Paul gemacht. Genau. Das hat so viel Spaß gemacht. Das war richtig cute. Er hat sich sogar zu uns hingelegt und dann haben wir Fotos gemacht und mit ihm gespielt. Das war richtig witzig. Ja. Und hier ist mein Liebling. Oh. Kenny finde ich einfach mega hübsch, liebe Schenken, und er ist so richtig treu und keine Ahnung. Tausend Dank auch an Jenny. Ja, wirklich, vielen, vielen Dank. Das war so geil. Dankeschön. Er mit seinem Bart. Also vielen, vielen Dank nochmal. Gerne. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Sehr gerne. War auch schön, dich zu sehen. Ne? Aber es war so geil.